Jo, servus und willkommen zum zweiten Teil. Ja, hier in diesem Video erfährst du, wie mein einer Teil der Altersvorsorge aussieht. Mit einer Teil meine ich eben, dass ich hier bei der Comdirect explizit ein ETF bespare, der für meine Altersvorsorge gedacht ist und der später einmal die sogenannte Rentenlücke schließen soll, wenn es denn eine gibt. Und der weitere Aspekt, den du jetzt siehst, Meyer Burger, habe ich dir im ersten Teil des Videos erklärt, warum ich da investiert bin, warum ich auch mit so viel investiert bin und was ich von dem Unternehmen halte. Jetzt schauen wir uns aber einmal an den MSCI World. Hier habe ich den finanziert, unter anderem mit Einnahmen, die von dem Verkauf von Kryptowährungen zustande gekommen ist, die ich zudem auch noch netto, also steuerfrei, eingenommen habe, weil ich die Spekulationsfrist eingehalten habe. Das heißt, weil ich über ein Jahr Aktien, also Kryptowährungen auf meinem Bitpanda Wallets gehalten habe. Und zudem habe ich neulich aber auch schon eine Summe, und zwar 3.000 Euro mal von meinem Trade Republic Konto abgezogen. Einfach deshalb, weil ich sage, ich bin sehr riskant unterwegs mit Kryptowährungen. Ich bin sehr riskant unterwegs mit Meyer Burger und eben auch noch mit meinen P2P. Da könnte ich auch mal ein Video machen. Plus Trade Republic, wo ich eben viele, viele, viele riskante Unternehmen habe. Und ich habe gesagt, ich möchte ein bisschen Geld rausziehen, um das dann eben hier in den ETF zu bringen, um da dann langfristig zu sparen. Ich habe da 134 Stück jetzt zu einem Kurs von 58,55 €. Falsch, 63,08 €. So ist es. Und wir schauen uns jetzt mal einfach an. Da ist jetzt bei 158 Euro, aber das ist jetzt bei einer Anlage von mindestens 35 Jahren, also mindestens in Anführungszeichen. Wer weiß, wie lange man lebt und wie lange es, ne, das gibt, das kann man alles nicht vorhersehen. Aber gedacht natürlich fürs Alter. Ich bin jetzt bald 32. Das heißt eben, wenn ich mit 67 in Rente komme, dann ist es die Möglichkeit, dann eben noch 35 Jahre zu besparen. Bei 8.500 Euro, wenn man das jetzt mal 1,07 hoch 35 nimmt, komme ich ungefähr auf 91.000 Euro. Habe dann natürlich noch keine Inflation gegengerechnet und habe aber auch noch keine Steuern gegengerechnet. Und das ist eben auch die Annahme, dass es wie in der Vergangenheit ist, im Schnitt eben zu sagen, wenn mal 7% kommt. Das heißt, 91.000 Euro wäre, wenn es soweit ist, zwar schön, aber wenn man dann alles rausrechnet, dann ist es zwar ein guter Zuwachs, aber wenn du später mal eine Rentenlücke hast, das heißt, wenn du, keine Ahnung, 2.000 Euro im Monat brauchst, bei deinem letzten Lohn hast du die auch netto, heißt quasi, du gehst null auf null raus, auf einmal kriegst du deine Rente und deine Rente ist plötzlich nur, sagen wir mal, netto 1.200 Euro, dann fehlen dir eben monatlich 800 Euro, beziehungsweise im Jahr sind es dann 9.600 Euro. Und das ist dann eben deine sogenannte Rentenlücke. Und bei mir ist es eher so, dass ich sehr wenig bis jetzt in den Rententopf eingezahlt habe. Ich habe Abitur mit 20 gemacht, habe dann eben studiert, bis ich 28 war, war aber auch eine Zeit lang in Russland, ich war eine Zeit lang in Peru, eine Zeit lang in Costa Rica. Mit einer Zeit lang meine ich immer mehrere Monate bis zu einem Jahr, wo ich dann eben komplett ohne alles gelebt habe, ohne Geld, ohne, teilweise ohne Strom im Dschungel. Und das waren zwar schöne Erfahrungen, die mir niemand mehr nehmen kann und die ich für kein Geld der Welt eintauschen wollen würde. Aber in unserem System ist es eben so, ich habe wenig eingezahlt und werde dafür eben büßen irgendwann. In Anführungszeichen büßen, weil ich bereue es ja nicht. Und daher ist es eben für mich ein Bedürfnis, dass ich das alles nachzahle. Und das Weitere ist eben so, ich plane auch bald wieder zu reisen und zwar für noch länger. Das heißt, auch wenn ich jetzt einen gut bezahlten Job habe, den werde ich nicht für immer haben. Und dann ist es eben so, die Rentenlücke wird es dann geben, wenn ich eben nicht diese Jahre erbringe, A, und B, wenn es mir eben nicht gelingt, irgendwann wieder einen Job zu haben, der gut bezahlt ist. Und das kann sein, zumal man auch gar nicht weiß, ob man immer gesund ist und so weiter und so fort. Und ich denke, gerade jetzt, wo man in seiner
ja, in seiner Arbeit, wo die Arbeitskraft, wo man die noch hat, wo man das Potenzial noch hat, sich zu verwirklichen, beruflich, finanziell, sollte man das machen, auch wenn es uncool ist und nicht sexy ist, sich darüber Gedanken zu machen. Und das ist eben so für mich jetzt momentan, dass ich sage, okay, auch wenn es mir irgendwo im Herzen fast schon wehtut, in einen MSCI World zu investieren, obwohl ich das jetzt gar nicht schlecht meine, in keinster Weise, das Produkt, das ist Weltklasse. Aber es ist eben so, dass ich eben das Risiko liebe, aber jetzt dennoch sage, ey, ich mache es aus Vernunft, weil ich sage, ich gehe jetzt irgendwann wirklich die Welt umreisen und ich möchte dann eben wie ein Sicherheitsschirm haben. Das heißt, wenn dein Fallschirm nicht aufgeht, hast du vielleicht noch deinen Sicherheitsschirm, dann wird der Flug vielleicht ein bisschen nur holprig und die Landung vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber du landest nicht und ja, bist hinüber. Und genau das ist mein Ziel. Jetzt schauen wir uns aber mal an. Jetzt habe ich viel geredet und da können wir uns vielleicht auch mal angucken, wie der jetzt so performt hat im Chart, wie das jetzt aussieht. Kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wie lange der den genau schon auf dem Markt ist. Da gibt es ja auch immer unterschiedliche. iShares zum Beispiel ist jetzt auch nur ein Finanzprodukt von BlackRock, dem Finanzverwalter. Selbst da gibt es ja eine Fülle und da gibt es dann unterschiedliche, die sich dann teilweise nur ein bisschen unterscheiden. Gucken wir uns da jetzt mal maximal an, wie das so gelaufen ist in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein Blick, da freuen sich natürlich die Stäbchen und die Zäpfchen auf meiner Netzhaut und hüpfen freudestrahlend rum, wenn ich sehe, wie das gestiegen ist in den letzten Jahren. Schauen wir uns mal an, da war der Wert jetzt bei 17,08 und das ist jetzt in 10 Jahren, ja, selbst da, wo quasi die Krise war im schlechtesten Punkt, hättest du immer noch mehr als eine Verdopplung gehabt und so eine 150% Vergrößerung. Und selbst wenn wir diesen schlechten Zeitpunkt jetzt mal nehmen, dann hättest du jetzt in den 10 Jahren immer noch fantastische, ja, Prozente geliefert. Also 7,1% in 10 Jahren ergeben dann, wenn es dann eben jährlich reinvestiert wird, circa 100%. Das heißt, also dein Wert, in dem Fall zum Beispiel 1000 Euro, mal 1,071 hoch 10 ergibt dann eben ungefähr 2000 Euro. Ja, und wenn wir uns jetzt mal angucken, fällt aber auch auf, das ist natürlich eine extrem, extrem, extrem gute Zeit. Da ist ja alles gelaufen wie am Schnürchen die letzten Jahre. Und selbst die Krise, ja, das war so gesehen keine richtige Krise. Das wird nun mal jeder bestätigen, weil eine Krise, die, schauen wir uns mal an, das ist im Februar, März 2020 losgegangen und schon weniger als ein Jahr später hast du den Wert wieder gehabt und danach ist es weitergegangen, als wäre im Endeffekt nichts passiert. Also das war keine Krise, was wir in dem Sinne hatten. Das muss man ganz klar so anerkennen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie es jetzt, ich gehe mal hier zurück. Vielleicht kann ich dir das jetzt zeigen. Ich gehe noch mal einmal zurück. Und zwar, was das jetzt genau auf sich hat mit dem MSCI World. Also zunächst mal, was ich gut finde, wir haben hier in diesem MSCI World circa 1600 verschiedene Unternehmen, Einzelwerte, die dahinter stecken. Und diese 1600 Unternehmen sind eben in die Welt gestreut, wobei Welt ein bisschen irreführend ist, denn das heißt nichts anderes als die Industriestaaten. Ich glaube, 23 Stück gibt's. Da gibt es natürlich auch bei jedem Anbieter ein bisschen Veränderungen. Zum Beispiel, es gibt so Länder wie, ich nenne es mal Polen und Südkorea. Für die einen ist Polen ein Industrieland, für die anderen Schwellenländer. Für die eine ist jetzt Südkorea eine Industrie und für das andere Schwellenland. Ich weiß auch nicht genau, ist China jetzt eigentlich noch ein Schwellenland? Ist es schon ein Land, das eben auch hier zur Industriemacht gehört? Viele sagen, ja, investiere einfach in die Welt, sprich MSCI World und investiere zusätzlich noch in einen, der in die Schwellenländer mit investiert. Da hast du so Länder wie Indien, da hast du Länder wie Brasilien oder Russland, die auch ein unglaubliches Potenzial für die Zukunft haben. Und viele sagen aber auch, ja, die wollen zum Beispiel nur, weil jetzt China ist, den Emerging Market haben, also den EM, den Schwellenländer. Und da denke ich mir immer so, okay, aber eins darfst du nicht vergessen, wenn jetzt zum Beispiel ein Land, nennen wir jetzt nochmal Russland oder China oder
Brasilien die nächsten Jahre so weiter steigt wirtschaftlich, dann wird es automatisch aber auch als Industrienation angesehen und steigt eben auf und geht in den MSCI World rein, während dann eben ein anderer Vertreter aus und absteigt. Das ist eben auch wie beim DAX. Da ist dann auch so, dass ein Unternehmen, das jahrelang schlecht ist, dann plötzlich wie zum Beispiel die Lufthansa absteigt oder rausfliegt und dafür kommt dann eben ein anderer rein. Und kann man sich auch ein bisschen vorstellen, wie vielleicht so eine Fußball-Bundesliga. Der 18., jetzt momentan Schalke 04, wird dann eben Ende der Saison höchstwahrscheinlich absteigen und der 17. ebenfalls. Und ja, so ist es eben. Und dafür kommt von der zweiten Liga der erste. Ich persönlich bin jetzt bei den Industrieländern. Ich könnte natürlich auch sagen, ich investiere und gehe in zwei ETF rein. Vielleicht mache ich es irgendwann auch. Jetzt momentan habe ich kein Bedürfnis dazu. Ich kenne jetzt die Zahlen nicht. Ich glaube einfach, MSCI World war über die letzten Jahre einfach stabiler. Nichtsdestotrotz möchte ich mich momentan nicht mit einem weiteren befassen. Kann aber sein, dass das über die Jahre dann natürlich kommt. Mir geht es einfach nur darum, jetzt erstmal zu besparen. Ich möchte auch dazu sagen, hier bei der Comdirect zahle ich 30, 32 Euro für einen Kauf oder eben 1,5% pro Trade. Das heißt, Entschuldigung, pro Sparplanausführung. Das heißt quasi, wenn ich jetzt monatlich 600 Euro zahle, zahle ich 1,5%. 1,5% sind eben viel Geld. Das geht ja auch von der Rendite weg. Und bei 1000 Euro sind es eben 15 Euro. Und das heißt, insgesamt wäre es dann für mich billiger, wenn ich jetzt zum Beispiel wie hier 8000 Euro nehme und zahle dann eben nicht 1,5%, sondern 30 Euro. Wenn ich jetzt aber 600 Euro so einzahlen würde und würde 30 Euro zahlen, wäre es natürlich mit den 1,5% besser. Jetzt sagen viele, ey, bist du verrückt, warum gehst du eigentlich hier rein und gehst nicht zur zum Beispiel Trade Republic? Und da ist es eben so, dass ich meine Altersfinanzen definitiv nicht mit einem mobilen Broker, der auch noch sehr Neues machen möchte, der vielleicht auch irgendwann broke geht, deswegen heißt er Broker. Schlechter Wortwitz am Rande. Nein, ich möchte sagen, dass es einfach für mich wichtig ist, dass ich gerade bei meiner Altersvorsorge nicht die Möglichkeit habe, immer jederzeit leicht reinzukommen. Gerade hier die Comdirect hat ein ganz hohes Maß an Sicherheit aus mit PIN und mit TAN und mit regelmäßig Aktualisierung und Passwortänderung. Und das ist mir wichtig. Das ist sehr seriös, das ist sehr sicher. Und vor allem bin ich mir sicher, dass ich nicht mal, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal abends irgendwo gerade unterwegs bin, habe ein paar Bier getrunken und denke, ach, weißt du was, ich könnte mal schnell meine Altersvorsorge ein bisschen schröpfen und könnte dafür irgendwann mal schön in ein neues Unternehmen investieren, weil es gerade cool ist. Und das ist dann eben schon ziemlich cool und es geht dann eben alles überlegter ab, weil es ein bisschen teurer ist. Und woanders, vielleicht gibt es einen besseren Broker bei der OnVista, keine Ahnung was, wo zum Beispiel dann noch weniger verlangt wird. Aber ich sag mal, wenn man 8000 Euro in einem Schlag einzahlt und zahlt 30 Euro, dann ist es immer noch vergleichsweise relativ günstig. Und dann kommt eben noch eine Überlegung, und zwar, dass ich eben da jetzt auch nicht monatlich besparen will. Viele sagen, ja, monatlich, da hast du den sogenannten, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Na, wie heißt der? Ah, bin ich blöd? Naja, auf jeden Fall den Cost-Average-Effekt, so heißt er, wo ich langfristig dann eben, sage ich jetzt mal, immer günstiger fahre, weil die Hochs und die Tiefs kannst du dann eben ausgleichen. Und da ist es eben so, kann Sinn machen, aber ich bin der Meinung, wenn ich jetzt zu einem scheiß Zeitpunkt 10.000 Euro einzahle, ist es natürlich besser, als jetzt wahrscheinlich in 20 Jahren oder den nächsten 20 Jahren immer wieder was einzuzahlen, weil in 20 Jahren ist der Kurs höchstwahrscheinlich sehr viel teurer. Aber natürlich kann es eben nicht jeder machen und du willst dir die Zeit weiterhin einzahlen. Und dann ist es eben so gemeint, dass es wahrscheinlich günstiger ist, jeden Monat 1000 Euro zu zahlen, als jedes Jahr jetzt 12.000 Euro, weil man dann eben die Hochs und die Tiefs schätzungsweise besser ausgleichen kann und so dann eben einen besseren Effekt hatten, immer durchschnittlich den günstigsten Einstiegspreis erwischst, den du sonst eher unwahrscheinlich kriegen würdest.
Schauen wir uns mal an, was noch so hier geht. Und zwar hier haben wir einen laufenden Kosten, die TER, den Gesamtkostenbetrag von 0,2. Das heißt eben, egal ob du gewonnen oder verloren hast, den aktuellen Stand, in meinem Fall jetzt die 8.600 Euro, wird dann eben einmal im Jahr mit 0,2% belangt. Das heißt, es geht ihr ab von der Rendite. Ist zwar nicht wenig, wenn man sich das jetzt mal hochrechnet, aber ist auch nicht viel und verglichen mit einem aktiv gemanagten Fonds ist es sau viel. Und das ist eben passiv gemanagt, weil du jetzt keinen Bankberater hast, sondern da bei BlackRock ist irgendwie, das sind die Leute, die machen das für dich und deshalb ist das hier günstiger. Wenn du jetzt hier einen Ausschütter nehmen würdest, also keiner, der seine Ausschüttung automatisch wieder reinvestiert, also thesauriert, dann hättest du höhere Kosten, weil die Ausschütter sind auch immer teurer. Ist ja klar, da steckt auch viel Aufwand dahinter. Wenn du zum Beispiel einmal, zweimal oder viermal oder vielleicht 12-mal im Jahr auch deine Auszahlung bekommst in Form von Dividenden. Das nächste ist sehr interessant, das Fondsvolumen. Also kurzer Nachtrag, also thesaurierend habe ich jetzt nicht genommen, weil ich damit ein bisschen Geld spare. Das ist für mich einfach deshalb, weil ich möchte keine Ausschüttungen, dann hast du keine Ahnung, 20, 30, 50, 100 Euro auf deinem Verrechnungskonto und was will ich damit machen? Ja, für 30 Euro nachkaufen, das ist einfach schwachsinnig. Deswegen möchte ich das hier so nutzen, aber ansonsten finde ich ausschüttend schon gut und es ist replizierend, das war mir auch wichtig. Ich bin eher ein Freund von replizierenden Bildungsarten. Schauen wir uns mal an, was hier noch so drin ist. Und zwar, genau, du siehst die Nation hier schon ein paar, aber ich glaube, das kommt ja auch noch unten. Moment, Strategie. Ich gucke gerade nach Informationen, ob ich da noch irgendwas finde. Genau hier. Also wie gesagt, BlackRock ist eben das Unternehmen dahinter, was das alles für dich, für mich, für uns managt und macht, was unsere Finanzen verwaltet. Und hier in den Sektoren ist IT mit fast einem Drittel natürlich sehr groß, mit fast einem Sechstel kommen Finanzdienstleistungen und Konsumgüter etc. kommen hinterher. Ein bisschen hast du drin mit Versorger. Konglomerate 1,25, alles wenig. Immobilien auch da, relativ wenig. Rohstoffe, muss man sagen, ist, finde ich auch relativ wenig. Und Energien auch so, lala. Und jetzt kannst du natürlich sagen, boah, krass, aber was ist, ich bin nicht so der IT-affine Mensch. Und was ist, wenn es jetzt irgendwann mal nicht mehr so IT-dominierend ist auf der Welt? Das war ja vor 50 Jahren nicht und vielleicht ist irgendwann wirklich, sage ich jetzt mal, Beispiel, die Elektroautomobilität oder irgendwas anderes mit Elektro viel, viel, viel wichtiger als die IT. Und dann gibt es aber hier auch so ein Rebalancing, das heißt einfach, dass alles nochmal austariert wird und angepasst wird. Ähnliches hast du auch bei den Ländern, wenn du guckst, dass 63,89% USA ist. Das ist gerade so für Leute wie mich, die jetzt zugegebenermaßen keine große Amerika-Fans sind, also mit Amerika meine ich USA, ziemlich erschreckend. Aber das hier ist auf der anderen Seite auch momentan das Land, das hat eben die Größen wie hier Apple, das mit 3,94% vertreten ist, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, also das sind hier die Googles, dann hast du Tesla, dann hast du hier, ich weiß nicht mal, was das ist, wenn ich ehrlich bin, ICS Institutional, ist wahrscheinlich eine Bank, genau wie JP Morgan, Johnson & Johnson, da kommst du, glaube ich, schon in die Richtung. Ja, Pharma, würde ich mal sagen. Also, das ist natürlich jetzt alles schon viel, aber jetzt ein Beispiel, wenn jetzt Apple bankrott gehen würde, dann wäre eben Apple jetzt, wir halt mal 3,94%, würde ein bisschen was verloren gehen. Das würdest du jetzt gar nicht so stark mitbekommen und es wäre schon nach einem Jahr wieder drin, aber auf der anderen Seite, wenn Apple Stück für Stück zerfallen würde, dann würden eben die nächsten nachkommen.
Und das hier, was du siehst mit Apple, Microsoft und Amazon, ich könnte mich täuschen, aber ich bin relativ sicher, dass das auch nach der gesamten Marktkapitalisierung in der Welt ist. Ich glaube, 1,6, 5 und 4 Billionen US-Dollar sind die jeweils am Markt kapitalisiert. Das variiert natürlich monatlich, aber um den Dreh. Und wenn du jetzt natürlich sagst, du bist ein ganz großer Deutschland-Fan, mit 2,83% bist du zu wenig vertreten, könntest du natürlich jetzt auch sagen, okay, du investierst in zum Beispiel den DAX, dass du einfach einen passiv gemanagten Fonds hast, der den DAX abbildet. Der DAX ist quasi der deutsche Aktienindex, der die 30 größten an der Börse notierten Unternehmen abbildet, und das wäre eine Möglichkeit. Aber genau darum geht es ja. Man will ja breit in die Welt streuen, und auch wenn es jetzt hier 63,89% mit der USA ziemlich groß und eindeutig ist und auch viele fehlen, Stichwort jetzt China, Brasilien, Indien, Russland etc., dann kann man das natürlich auch noch ergänzen mit dem, ja, MSCI EM, also EM für Emerging Market, die Schwellenländer. Ob ich es mache, weiß ich noch nicht, vielleicht mache es, aber du siehst, interessante Länder sind hier dabei, wo ich sage, okay, du hast hier Großbritannien, Frankreich, Kanada, Schweiz, Deutschland, Australien, Niederlande, Schweden, Hongkong, Irland, Spanien, Italien, wo ich mir auch schon denke, okay, wenn ich sowas sehe wie Bermuda, ja, 0,12, ist es dann, warum, was haben die da verloren? Oder hat Argentinien wirklich mehr als Brasilien oder Russland oder China? Also ich kann da jetzt nicht genau sagen, warum die da drin sind. Das sind vielleicht auch nur einzelne Unternehmen, die sehr gut sind, die dann eben den ergänzen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Argentinien ein Land, das ziemlich pleite war oder vielleicht sogar noch ist, glaube sogar noch ist, da als Industrienation gezählt werden kann. Und dann hast du natürlich auch noch die Währungen, das ist auch immer interessant, die Auflistung zu sehen, und das ist natürlich auch nicht unerheblich, wenn es da jetzt krasse Einbrüche gibt. Zum Beispiel beim Dollar wirst du das dann eben auch merken, et vice versa. Das heißt, wenn eben der Dollar stark steigt, wirst du es so auch merken, im positiven Sinne. Ja, in dem Sinne habe ich jetzt mal einen Eindruck von meinem Depot gezeigt. Wie gesagt, das ist noch im Aufbau. Ich denke, die meisten Finanz Füchsle Zuschauer sind schon so klug und haben sich auch fürs Alter vorbereitet. Und ja, das ist jetzt, wie gesagt, für mich, das ist jetzt noch im Aufbau. Ich mache mir jetzt noch nicht so viele Gedanken, weil ich einfach davon ausgehe, dass ich noch viel für das Alter machen kann in Form von Einzahlen. Und wenn mich jetzt morgen ein Blitz trifft oder ein Kometen einschlägt oder das böse Corona kommt und ich von dannen gehe, dann ist natürlich auch scheißegal, ob ich noch Arbeit habe oder nicht, weil das Alter mich dann nicht mehr interessiert. Aber bleiben wir mal optimistisch, es kommt nicht so, dann ist es eben wichtig, dennoch sich auch für den Worst Case im Alter, sprich Altersarmut, dann zu wappnen. Und das Wichtige ist nicht, im Alter reich zu sein, sondern im Alter nicht arm zu sein. Und leider ist auch in so einem Land wie Deutschland Altersarmut keine Seltenheit. Ich würde sogar eher sagen, es ist eher eine, ja, Häufigkeit. Zumindest wenn man eben den Lebensstandard beibehalten möchte, den man Zeit seines Lebens hatte. Und jetzt natürlich auch mal vielleicht die oberen 10% ausgenommen, sondern wirklich jetzt nur den Mittel- und die Unterschicht betrachtend. Ja, in dem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du investiert bist, was definitiv in ein Depot fürs Alter kommen sollte. Gerade natürlich auch sowas wie Aktien werde ich weiterhin halten. Falls du dich jetzt fragst, warum ich jetzt plötzlich keine Aktien mehr halte, ich werde auch weiterhin in Aktien investieren. Nur ist für mich Aktien jetzt etwas, was ich kurzfristig betrachte. Das heißt, Aktien habe ich immer so mit einer Idee, dass ich die in vielleicht wenigen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahre verkaufe, aber jetzt nicht dann im Alter. Heißt natürlich auch nicht, dass ich den MSCI World behalte, bis ich x Jahre alt bin. Kann ja auch sein, dass alles irgendwann anders kommt, dass ich ihn dann früher brauche oder gar nicht mehr brauche und deshalb auszahle. Vielleicht verschenkt man irgendwie ans Kind. Es gibt viele Möglichkeiten. Das war jetzt nur eine Idee. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. In diesem Sinne, lass einen Daumen nach oben da, und wie gesagt, ab morgen geht es wieder ganz normal weiter mit meinen täglichen Einblicke in
das Depot von Trade Republic, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen weniger ist an Geld, aber nichtsdestotrotz werde ich dir weiterhin versuchen, möglichst transparente Einblicke zu geben, aber auch hier und da Tipps von neuen Unternehmen bzw. spannenden Aktien mit auf den Weg zu geben. In diesem Sinne, schön, dass du dabei warst, hab noch einen schönen Tag und hoffentlich bis bald.